unterwegs in Perth und wir gehen jetzt in der Snowslide rein. Obwohl ja in Deutschland Sommer ist, haben wir hier in Australien Winter. Und da nehme ich euch jetzt einfach mal ein bisschen mit. Ja! Jetzt mal ein bisschen über Perth und ihr Resümee über die Stadt, was man hier 2 Wochen machen kann. Ja, also ich war jetzt 2 Wochen hier in Perth. Ich muss erstmal sagen, ich bin hier gekommen, weil ich es im Traumschiff gesehen habe und die Stadt super schön fand. Das muss gesagt werden. ich bin auch nicht enttäuscht von der Stadt. Ich bin am ersten Tag hier angekommen, es war super schönes Wetter. Ich habe mich hier an den Swan River, wo wir auch gerade sitzen, habe ich mich hingesetzt und das war halt echt schön und habe die ersten Stunden hier genossen. Leider ist im Moment Winter, das heißt, man kann nicht so viel Schönes draußen unternehmen, weil es halt schon ein bisschen kühler ist. Aber heute haben wir auch Glück, obwohl es eigentlich sehr regnerisch ist, haben wir jetzt gerade ein trockenes Plätzchen gefunden. hier kann man echt einiges machen. Also die Stadt hat man relativ schnell gesehen, finde ich. Hier fahren halt diese lustigen Catbusse rum, die sind kostenlos. Damit kannst du immer und überall hinfahren und kannst dir die Stadt im Prinzip ansehen wie mit so einem Sightseeing-Bus. Ganz coolen Geheimtipp, Harrison Island, da gibt es Kängurus. Ich bin nämlich auch wirklich erst 2 Wochen hier in Australien und ich habe mir gedacht, hier diese Stadt, die kann überall sein. Ich wollte Kängurus sehen und da kann man die wirklich streicheln und die füttern. Aber die leben halt frei, also es ist nicht so, dass du in einem Zoo bist oder so. Was habe ich noch gemacht? Ich war auf Rottnest Island. da kann man diese süßen kleinen Quokkas sehen, die Happiest Animals of the World, also die glücklichsten Tiere der Welt, und weil die immer so lächeln und das ist schon echt süß. Ja, und das ist eigentlich schon fast alles, was man hier machen kann. Ich habe heute noch erfahren, die kann man wohl auch Pinguine sehen, das habe ich jetzt leider nicht mehr geschafft. Ja, das habe ich bei den Flyern im Hostel gesehen. 2 Wochen ist die im Hostel und hat sich die Flyer nicht angeguckt, hallo? Ja, mein Fehler, deshalb kann ich jetzt leider keine Pinguine mehr sehen. Aber ich muss sagen, Perth hat mir echt gut gefallen. Ich würde auf jeden Fall im Sommer nochmal wiederkommen, weil es hier wunderschön sein soll im Sommer. Und das Hostel ist auch sehr zu empfehlen. Ja, wir sind übrigens, wie heißt das Hostel nochmal, wo wir sind? Wickham Retreat. Wickham Retreat Backpacker Hostel. Ist auf jeden Fall richtig familiär, super Stimmung da, richtig geile Atmosphäre. Ja. Und Madame verlässt mich jetzt, wo wir uns gerade gefunden haben. Ja. Und die geht jetzt hoch nach Cairns und lässt mich jetzt alleine mit. Ansonsten genießen wir heute noch ein bisschen Perth. Ich zeige euch bestimmt gleich noch ein paar Ausschnitte. Und dann sehen wir uns später wieder. Bis dann. Plum Sweets und essen Honey Cake, yeah, so good. Yeah. Wir genießen das jetzt ein bisschen und bis später.